Okay, zuhören. Folgende Lage. Wie ihr schon wisst, wurde die 24-jährige Lea Arendt bei der Auslieferung von Nahrungsmitteln in Waldland von einer dort ansässigen Terrorgruppierung entführt. Die Entführer haben ein Video mit der Hinrichtung der Geisel gedroht. Daher wurde uns durch die politische und die militärische Führung die Freigabe für eine Befreiung der Geisel erteilt. Gemäß nachrichtendienstlichen Informationen befindet sich die Geisel und ca. 6 Entführer in diesem Gebäude, was sich innerhalb eines Waldstückes im Zuge eines Flusslaufes befindet. Der Operationsplan lautet wie folgt. Die Scharfschützen verlegen in den frühen Morgenstunden als erstes Element. In der ersten Phase mit dem Hubschrauber zu ihrem Absetzpunkt entlang des Flusses. Und nutzen diesen für eine unerkannte amphibische Annäherung an das Zielobjekt. Dort angekommen, werden wir durch die Scharfschützen ein letztes Lagebild erhalten. Soldkräfte erreichen Absetzpunkt in einer Minute. Soldkräfte am Eingang zur Kanalisation. Wir dringen jetzt in das Objekt ein. Verdächtiges Objekt. Und Rohr. Sprengsatz entschärft. Kontakt. Jackpot, Jackpot, wir haben die Geisel. Lea, geht es gut. Beweissicherung abgeschlossen. Soldkräfte, Achtung, hier Scharfschütze, so feindliche Fahrzeuge auf dem Weg zu euch. Elwa, mitgehört, wir beginnen mit dem Anflug. Fahrzeuge in Sicht.
Scharfschützen auf Position. Fahrzeuge stoppen. 3, 2, 1. Beginnen mit dem Zugriff. Alle Kommandokräfte sicher aufgenommen. Wir kommen jetzt nach Hause.